Hallo ihr Lieben, das Jahr neigt sich dem Ende und ja, ich habe mal aussortiert. Ich wollte das schon seit einer ganzen Weile machen, mal so durch meine Bücherregale gehen und dort einfach mal aussortieren und Bücher rausschmeißen, wo ich weiß, dass ich sie nicht nochmal lesen werde. Bücher, die ich nicht unbedingt besitzen muss und ja, auch ein großer Teil an Büchern, die ich noch nicht gelesen habe, wo ich sage, okay, ich habe die vor 2 oder 3 oder 4 Jahren gar sogar schon gekauft und sie interessieren mich jetzt einfach nicht mehr. Und ja, das habe ich jetzt mal gemacht. Ich bin mal durchgegangen und habe rigoros aussortiert. Alles, was mich jetzt nicht mehr angesprochen hat, ist rausgeflogen. Falls da Bücher von Leuten dabei sind, die ich geschenkt bekommen habe, I'm so sorry, aber ich habe da jetzt wirklich rigoros aussortiert und ich hoffe, es nimmt mir jetzt keiner übel, dass ich die Bücher jetzt hier an dieser Stelle einfach rausschmeiße. Und ja, ich möchte auch noch anmerken, dass ich diese Bücher, die ich euch jetzt zeige, nicht verkaufen werde und auch nicht verschenken werde oder irgendwas. Also schreibt mir bitte nicht in die Kommentare, ob ihr die Bücher haben könnt. Ich werde sie auf diesem Wege hier nicht verteilen. Ich habe meinen kompletten Freundeskreis angeschrieben bei den Leuten, wo ich weiß, dass sie gerne lesen. Und ich werde die Bücher unter den Leuten verteilen. Und was ich jetzt gar nicht irgendwie loskriegen sollte, werde ich irgendwann in den Bücherschrank mal mitstellen oder so. Oder wir haben auf Arbeit noch so einen Bücherschrank. Also irgendwie kriege ich die schon weg. Aber mir ist das ehrlich gesagt zu viel Aufwand, jetzt die Bücher hier zu verkaufen oder hier zu verschenken oder zu verschicken. Das ist für mich alles Zeit, was ich da rein investieren muss und Geld. Und das möchte ich ehrlich gesagt im Moment einfach nicht. Und ja, deswegen nimmt es mir nicht übel. Aber ich werde diese Bücher nicht auf diesem Weg hier irgendwie verkaufen, verschenken oder irgendwas. So, genug der Vorworte. Fangen wir mit den Büchern an, die ich aussortiert habe. Ich werde jetzt nicht zu jedem Buch im Detail irgendwie was sagen, warum ich es aussortiert habe. Ich glaube, das sprengt den Rahmen dieses Videos und ich müsste 5, 6 Videos draus machen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an bei den Büchern, wo es was zu sagen gibt. Wieso, weshalb, warum werde ich was sagen? Bei allen anderen dann halt nicht. Ich weiß gar nicht, mit welchen von diesen Monsterstapeln ich hier eigentlich anfangen soll. Ich fange mal mit dem Kleinen hier an, der hier irgendwie da liegt. Ja, ich fange mit dem kleinen Stapel an. Und zwar das erste Buch, was rausfliegt, ist vor kurzem eigentlich auch erst eingezogen. Und zwar Eternity von Mac Cabot. Das hatte ich ja von meiner Freundin Maria mitgenommen. Aber irgendwie, es ist ein Vampirroman, es hört sich ganz cool an, aber ich weiß nicht, wann ich es lesen soll und es ist jetzt nicht so interessant, dass ich sage, ich möchte es unbedingt hier haben und lesen, deswegen fliegt es raus. Dann habe ich noch aussortiert, Eigentlich nur dich von Christina Monninger. Das ist eine süße, niedliche Liebesgeschichte, aber ich werde sie einfach nicht nochmal lesen und deswegen fliegt auch dieses Buch wieder raus. Das gleiche gilt quasi für Der Himmel in deinen Worten von Bridget Kemmerer. Auch dieses Buch werde ich aussortieren, weil ich es einfach, glaube ich, nicht nochmal lesen werde. Es ist auch eine richtig süße, niedliche Jugendliebesgeschichte, aber ich lese es nicht nochmal, deswegen fliegt es weg. Also wegfliegen tun die Bücher im Sinne von, ich behalte sie nicht mehr, ich schmeiße sie nicht wirklich irgendwo hin. Ne? Also ich meine das im übertragenen Sinne. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und dieses Buch ist ungelesen und ich habe es geschenkt bekommen, aber ich habe da vorhin nochmal reingelesen und es ist so irgendwie gar nicht meins und deswegen fliegt es jetzt auch wieder raus und zwar Der Rubindrache von Peter Ward. Es tut mir sehr, sehr leid, Susanne, aber ich glaube, das ist einfach nicht meine Geschichte. Dann habe ich ein Buch noch, was ich jetzt aussortiere, was schon seit 2016 hier rumliegt. Und zwar seit der Buchmesse in Leipzig. Und ja, zwar ist das Himmelstiefe von Daphne Unruh noch in der Self-Publisher-Auflage. Es ist sogar signiert. Aber ich habe dieses Buch seit 2016 nie in der Hand gehabt. Und ich habe es nie gelesen. Und auch jetzt reizt es mich null, dieses Buch zu lesen. Dieses Buch hat ein bisschen Schaden genommen damals beim Umzug, wo wir hier eingezogen sind. Und ja, es gibt ja dieses Buch auch in dieser Auflage inzwischen gar nicht mehr. Und ja, deswegen fliegt Himmelstiefe von Daphne Unruh auch weg. Die nächsten 3 Bücher, die ich aussortiert habe, haben auch schon ein neues Zuhause gefunden. Und zwar ist das Teil 1, 2 und 3 von der Immortals After Dark Reihe von Cressley Cole. Da habe ich den ersten Teil gelesen und das war eine ganz nette Geschichte. Aber es reizt mich null, weiterzulesen. Diese Bücher sprechen mich einfach null an und ich habe das auch Niki erzählt, von der habe ich ja die Bücher damals bekommen und es tut mir sehr, sehr leid, aber es reizt mich null, diese Bücher weiterzulesen und bevor diese Bücher hier noch 10 Jahre in meinem Schrank vergammeln und ich sie einfach nicht lese,
habe ich mir gedacht, gebe ich sie wem anders, der sich drüber freut. Und ja, wie gesagt, diese Bücher haben auch schon ein neues Zuhause gefunden und ja, werden von mir aussortiert. Die nächsten Bücher, die ich aussortiert habe, ist eine komplette Reihe, und zwar die Wellington-Saga von Nacho Figueras, Teil 1, 2 und 3. Das sind erotische Liebesgeschichten. Ich habe sie gelesen, die Bücher waren auch echt süß, die Geschichten waren auch toll, aber es ist nichts, wo ich sage, dass ich das unbedingt behalten möchte und dass ich es unbedingt nochmal lesen möchte. Und ja, deswegen habe ich die jetzt auch mit aussortiert. Bei dem nächsten Buch habe ich hin und her überlegt, sollte ich es aussortieren, sollte ich es nicht aussortieren, lese ich diese Reihe noch, lese ich sie nicht. Und ich habe mich entschieden, sie nicht zu lesen, denn der erste Teil von Selection war zwar ganz niedlich und ganz süß, hat mich jetzt aber nicht vom Hocker gerissen. Deswegen habe ich mich auch entschieden, diese Reihe nicht weiterzulesen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie auf meinen abgebrochenen Reihenzettel hatte. Ich weiß es gar nicht, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall fliegt Selection jetzt hier raus und ich werde die Reihe auch nicht weiterlesen. So spannend fand ich den ersten Teil dann halt auch nicht. Der hat mich jetzt irgendwie nicht so packen können. Deswegen kommt das weg. Bei dem nächsten Buch tut es mir so ein bisschen leid, dass ich es aussortiert habe, denn es ist wirklich eine richtig süße Geschichte. Aber auch hier weiß ich, dass ich sie definitiv nicht nochmal lesen werde. Und zwar ist das Flirt mit Nerd von Lia Ray Miller. Das ist eine richtig süße, nerdige Liebesgeschichte. Auch so für jüngere Leser. Also das kann man hier locker schon mit 12, 13 Jahren lesen, dieses Buch. Da kommt keine Erotik oder irgendwas drin vor. Und diese Geschichte ist wirklich süß und lustig und alles. Aber ich weiß, ich werde es halt nicht nochmal lesen. Deswegen fliegt Flirt mit Nerd jetzt raus. Die nächsten Bücher, die ich euch zeigen möchte, sind auch wieder eine Reihe. Und irgendwie tut es mir ein bisschen weh, dass ich die aussortiert habe. Aber das ist so eine typische Reihe von Teil 1 bis 3. Wird sie immer blöder und doofer und nicht mehr gut. Und ich habe den ersten Teil echt geliebt. Ich habe den total gefeiert. Im zweiten Teil nahm diese Geschichte dann eine Wendung an, wo ich nicht mehr so richtig mit klarkam. Und der dritte Teil hat mich dann irgendwie auch so gar nicht mehr angesprochen. Deswegen habe ich diese Reihe mit aussortiert. Und zwar Mystic City von Theo Lawrence. Und ja, ich fand den ersten Teil so unglaublich gut. Aber dann Teil 2 und 3 war einfach nicht mehr mein Fall. Deswegen fliegen die auf jeden Fall auch mit raus. Und es tut mir voll leid um diese Reihe, weil ich mich so gefreut habe, dass ich die auch noch komplett gekriegt habe, alle drei Teile. Aber was willst du machen? Es war nicht meine Reihe und ich habe einfach zu wenig Platz. Und ich muss ihn jetzt nicht unbedingt behalten. Weil wie gesagt, Teil 1 war super, 2 und 3 war dann eher nicht mehr mein Fall. Deswegen fliegt diese Reihe jetzt auch mit raus. Die nächsten Bücher, die ich euch zeigen werde, sind auch eine komplette Reihe. Und auch diese Reihe habe ich noch nicht gelesen. Ich habe mir jetzt aber diese Reihe nochmal angeguckt und habe nochmal reingelesen und habe festgestellt, dass es mich irgendwie so gar nicht mehr anspricht. Deswegen habe ich diese Reihe jetzt auch aussortiert. Aber auch diese Reihe hat schon ein neues Zuhause gefunden, und zwar Die Wahrheiten von Dawn Cook, Teil 1 bis 4. Ich habe die Bücher mir damals ganz günstig bei Rebuy gekauft, weil sie mir empfohlen worden sind. Aber ich habe sie nie gelesen und wenn ich jetzt so da reingucke und mir die Bücher angucke, es spricht mich einfach null an. Auch wenn es mir echt leid tut, weil ich die Cover echt schön finde, aber nein, ich sortiere sie jetzt aus und wie gesagt, sie haben schon ein neues Zuhause gefunden. Ich mache jemanden damit sehr glücklich, glaube ich, und ja, deswegen ist es da jetzt für mich nicht ganz so dramatisch, dass ich sie aussortiert habe, weil ich weiß, dass ich jemanden damit sehr, sehr glücklich machen kann. Also die Wahrheiten von Dawn Cook fliegen auch ungelesen wieder raus. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, und zwar ist das Winter Song von S.J. Jones. Ich habe hier ewig hin und her überlegt, ob ich es behalten möchte, ob ich es nicht behalten möchte. Ich fand die Geschichte eigentlich ganz cool, aber die ganze Art und Weise, wie dieses Buch geschrieben wurde, dieses Balladenhaftige, das war ja nicht so meins. Es gibt ja hier noch einen zweiten Teil, aber ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt übersetzt wird und ob ich den dann überhaupt noch lesen möchte. Ich weiß es nicht. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, das Buch auch auszusortieren, weil, also wie gesagt, es war von der Story her echt cool, aber so von der Umsetzung her war es halt nicht so ganz meins, was diesen Schreibstil betraf. Das war echt schon mal was anderes und nicht so leicht auch zu lesen. Und ja, mein Handy klingelt. Ich muss mal ganz kurz daran. So, machen wir weiter im Text. Mir ist jetzt nach dem Telefonat auch gleich noch der Akku ausgegangen, deswegen habe ich jetzt gleich mal noch den Akku gewechselt. Aber das sind so Infos, das interessiert euch eigentlich nicht. Machen wir weiter mit den nächsten Büchern, die ich aussortiert habe. Und zwar ist das Superior von Anna-Marie Jungwirth.
ja, ich habe ja den ersten und den zweiten Teil gelesen. Der erste hat mir noch echt gut gefallen, der zweite dann nicht mehr so. Da sind ein paar Entscheidungen getroffen worden in den Büchern, womit ich nicht so klar gekommen bin. Charaktere haben sich in eine Richtung entwickelt, die mir nicht so gefallen hat. Und ich weiß, dass ich auch definitiv den dritten Teil nicht lesen werde. Deswegen habe ich jetzt den ersten und den zweiten auch wieder aussortiert. Was sehr, sehr schade ist, denn auch diese Bücher sind signiert. Die habe ich ja auch von der Autorin geschenkt bekommen. Und ich hoffe, dass ich hier ein tolles Zuhause für diese beiden Schätzchen finden werde. Aber was sollen sie bei mir im Schrank irgendwo vergammeln, wenn es jemanden da draußen gibt, der sie vielleicht noch haben möchte. Und ja, deswegen habe ich The Perry jetzt auch aussortiert. Dann habe ich noch eine Reihe komplett aussortiert, und zwar die Flammenmädchen-Reihe von Samantha Young. Ich weiß, dass ich diese Reihe nicht nochmal lesen werde. Das war eine coole Jugendreihe, so mit Gin und so, aber ich weiß, dass ich diese Reihe definitiv nicht nochmal lesen werde. Deswegen habe ich sie jetzt aussortiert und ja, was soll ich dazu noch sagen? Sie sind dann jetzt auch nicht mehr in meinem Besitz und weg. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich muss jetzt hier nicht bei jedem Buch begründen, warum ich es rausgeschmissen habe. Es ist halt einfach so. Das nächste Buch fällt auch unter die Kategorie, werde ich nicht nochmal lesen. Und zwar ist das Orphan X von Craig Hurwitz. Das ist so ein Agenten-Thriller. Ich fand das Buch eigentlich ganz cool, so von der Story her und was da so passiert ist. Aber es ist halt ein Agenten-Thriller und ich habe gemerkt, dass Agenten-Thriller nicht 100% meins sind. Wie gesagt, es ist eine coole Geschichte gewesen, aber ich weiß hier, dass ich die weiteren Teile nicht lesen werde. Und ich weiß auch, dass ich dieses Buch nicht mehr lesen werde. Deswegen habe ich es auch mit aussortiert. Das nächste Buch, was ich aussortiert habe, ist Flammenliebe von Alexandra Ivy. Das ist auch so eine erotische Urban-Fantasy-Geschichte. Hier geht es so um Drachen und Elfen und Feen und so ein Kram. Und die Geschichte war an und für sich ganz cool, aber mir war der erotische Anteil hier im Endeffekt einfach zu hoch. Und ich weiß auch hier, dass ich diese weiteren Teile dieser Reihe nicht lesen werde. Und ich weiß auch, dass ich dieses Buch nicht mehr lesen werde. Deswegen habe ich es auch mit aussortiert. Dann habe ich aussortiert Alles Begehren von Ruth Jones. Dieses Buch habe ich letztes Jahr zu Weihnachten vom Verlag einfach zugeschickt bekommen. Dieses Buch ist dann im Mai erschienen und ich habe dann im April angefangen, dieses Buch zu lesen, weil ich durfte ja auch die Rezension, wenn dazu, nicht vor Mai veröffentlichen. Und ich habe schon nach 50, 60 Seiten gemerkt, dass es absolut nicht mein Buch ist. Das ist quasi ein Familiendrama und das ist so gar nicht meins, auch wenn ich diesen Vogel hier vorne drauf richtig cool finde und so hinten. Aber es war einfach nicht meine Geschichte, deswegen habe ich dieses Buch dann auch nie vorgestellt. Wie gesagt, ich habe es einfach zugeschickt bekommen, von daher musste ich es ja nicht vorstellen und lesen, deswegen habe ich das dann auch nicht gemacht. Aber es war halt auch einfach nicht meine Geschichte und deswegen fliegt Alles Begehren von Ruth Jones auch raus. Dann habe ich noch aussortiert Justins Heimkehr. Wie ihr seht, dieses Buch ist noch eingeschweißt. Ich habe es mir jetzt auch nochmal angeschaut und angeguckt und gelesen und es ist eine Entführungsgeschichte und ich glaube, das ist einfach nicht meins. Das, was hier hinten drauf steht, spricht mich null mehr an und es ist auch, glaube ich, mehr Richtung Familiendrama. Natürlich ist es ein Thriller, aber es ist einfach, glaube ich, nicht meins und es interessiert mich auch ehrlicherweise gar nicht, auch wenn ich dieses Cover wunderschön finde. Aber was soll's. Dann habe ich ebenfalls aussortiert Anklage von John Grisham. Ich glaube, hier brauche ich nichts weiter zu sagen. Ist auch ein Thriller. Dann habe ich noch einen Thriller aussortiert und zwar Night Falls. Du kannst dich nicht verstecken von Jenny Milchmann oder was auch immer. Irgendwie hat dieses Buch auch schon ein bisschen gelitten. Ja, es sind Thriller und ihr wisst, Thriller sind nicht so 100% meins. Dann habe ich hier noch die zwei Bücher, die ich ja von meiner Freundin Maria vor kurzem bekommen habe, weil sie sie wegschmeißen wollte. Und zwar Morgenrot und Wintermond. Und ich habe mit Maria gerade geschrieben und habe ihr gesagt, dass ich sie jetzt auch wieder aussortieren werde, weil sie mich dann doch irgendwie nicht so ansprechen. Und hat sie gesagt, gib sie mir wieder. Ich glaube, ich lese die nochmal. Total geil. Ich feiere das gerade total, dass sie die Bücher wegschmeißen will, mir gibt. Jetzt will ich sie aussortieren und jetzt will sie sie wieder haben, weil sie sie doch nochmal lesen möchte. Aber Maria, ich feiere das gerade total. Ja, auf jeden Fall gehen die dann quasi zurück an den Absender zu ihrem alten Besitzer. Was ich sehr, sehr witzig fand. Dann habe ich mal noch vier Teile einer Reihe bekommen, wo der fünfte fehlt. Der wurde auch, glaube ich, nicht mehr übersetzt dann. Und zwar ist das Teil 1 bis 4 von den Phönix-Chroniken von Laurie Handeland. Ja, die Bücher sprechen mich auch irgendwie so gar nicht mehr an und deswegen habe ich sie jetzt auch mit aussortiert und ich hoffe auch hier, dass ich einen ordentlichen Besitzer für diese Bücher finden werde.
Wie gesagt, es ist irgendwie doof, weil der fünfte Teil fehlt und auch so vom Inhalt her klingen sie ganz cool, aber sie sprechen mich jetzt irgendwie nicht mehr so 100% an, weswegen ich sie jetzt halt aussortiert habe. Und dann habe ich noch aussortiert When It's Real von Aaron Watt. Das hatte ich ja von meiner Arbeitskollegin geschenkt bekommen. Und auch hier habe ich schon einen neuen Besitzer für dieses Schätzchen gefunden. Und dieses Buch ist eine richtig süße, niedliche Liebesgeschichte auch gewesen. Aber ich weiß auch hier, dass ich dieses Buch nicht nochmal lesen werde. Und wenn ich jemand anderen damit glücklich machen kann, bin ich froh. Und ja, deswegen When It's Real fliegt auch mit raus. Machen wir weiter mit den nächsten Büchern und ich habe noch aussortiert Der goldene Kompass von Philip Pullman. Einige werden sich jetzt sagen, what? Aber ja, ich habe den Film damals gesehen, ich habe dieses Buch nicht gelesen, ich habe den Film damals gesehen und ich habe hier so mal drin rumgeblättert und so ein bisschen reingelesen und es spricht mich leider auch so überhaupt nicht an. Deswegen habe ich jetzt Der goldene Kompass auch wieder mit aussortiert und ja. Soll ich machen? Wenn diese Bücher nicht mit mir sprechen, liegen sie ja noch 100 Jahre rum und ist auch blöd. Dann habe ich noch aussortiert Margots Spuren von John Green. Ich wollte dieses Buch damals unbedingt haben. Ich war total gehypt auf dieses Buch und dann habe ich den Film gesehen. Und ich fand diesen Film so dumm und ich fand diesen Film so doof und ja. Jetzt habe ich keine Lust mehr, das Buch zu lesen, deswegen habe ich es aussortiert. Dann habe ich aussortiert die Ocean Rose-Reihe von Trisha Rayburn. Das ist auch eine Reihe, die ich nicht gelesen habe. Ich musste sie unbedingt haben, aber auch diese Reihe liegt schon seit inzwischen 3 oder 4 Jahren sogar bei mir ungelesen zu Hause und ich habe keine Lust, hier noch weitere 3 oder 4 Jahre liegen zu haben, deswegen fliegen sie weg. Dann habe ich noch aussortiert Hope in Despair, Hoffnungsschatten von Carina Müller. Dieses Buch habe ich auch mal geschenkt bekommen und ich habe mich damit sehr gefreut, weil ich dieses Buch auch unbedingt lesen wollte, aber inzwischen es redet nicht mit mir und wenn ich mir das Buch angucke und reinlese und da ein bisschen drin rumlese, ist es irgendwie auch so überhaupt nicht meins. Deswegen habe ich das jetzt auch mit aussortiert. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Das ist Silo von Hugh Huey und dieses Buch habe ich mir vor Ewigkeit mal gekauft. Es hat einen gelben Buchschnitt, das finde ich mega cool. Aber auch hier habe ich nicht die Ambition, dieses Buch irgendwie lesen zu wollen. Es redet irgendwie, dieses Buch redet irgendwie gar nicht mit mir. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe keine Lust, das mal hier rumliegen zu haben, deswegen fliegt es jetzt auch mit weg. Das nächste Buch, was ich habe, liegt auch ungefähr schon seit 3 Jahren mindestens bei mir. Und zwar Die Totenbraut von Nina Blanchon. Ich habe Nina Blanchon inzwischen gelesen. Es ist nicht meine Autorin, deswegen habe ich Die Totenbraut auch noch nicht gelesen. Deswegen liegt es ungelesen bei mir und ich weiß, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr lesen, weil die anderen Nina Blanchon Bücher waren halt einfach nicht meins und deswegen habe ich jetzt auch nicht so wirklich Ambitionen, dieses Buch zu lesen. Damit wären wir dann auch schon beim letzten Buch angekommen. Ich habe dann nur noch die 4 Bücher, die ich an euch verlosen möchte. Die sind ja extra. Aber das letzte Buch, was ich noch aussortiert habe, ist Dich tanzen zu sehen von Maggie Shipstead. Ich habe dieses Buch irgendwann mal auf der Buchmesse mitbekommen. Es ist ein Leseexemplar, aber irgendwie spricht mich das Buch auch so gar nicht an. Es geht um Ballett, Tanz, Liebe, Leidenschaft und Lebenslügen. Das ist auch wieder so eine Geschichte, die mich so leider gar nicht mehr anspricht. Und ja, dieses Buch liegt auch schon seit Ewigkeiten hier rum. Und deswegen fliegt es jetzt auch mit raus. Und was soll es hier noch sinnlos rumliegen? Es findet sich schon irgendjemand, der damit Freude hat. Jetzt habe ich noch 4 Bücher, die ich mal irgendwann mal in naher Zukunft, jetzt nicht so ganz weit weg, mal mit an euch verlosen möchte. Und zwar ist das zum einen Pure Desire von Mia Williams. Ich denke, dass es den einen oder anderen da draußen gibt, dem dieses Buch richtig gut gefallen könnte. Mir war ja der erotische Anteil hier einfach zu hoch, aber es gibt sehr, sehr viele Leute, auch unter meinen Abonnenten, das weiß ich, die gerne Bücher mit einem hohen erotischen Anteil lesen. Und deswegen habe ich das mal mit beiseite getan für euch zum Verlosen. Dann habe ich noch mit beiseite getan Immerwelt von Gina Showalter. Dieses Buch war auch einfach irgendwie nicht so 100% meins. Je weiter dieses Buch von mir wegrückt, also je länger es her war, dass ich dieses Buch gelesen hatte, umso weniger hat mich das irgendwie interessiert. Und das ist kein gutes Zeichen. Und ja, deswegen habe ich es jetzt auch mit aussortiert für mich. Aber ich denke, dass es den einen oder anderen da draußen bei euch gibt, der dieses Buch gerne hätte. Deswegen habe ich es mal mit für euch beiseite gelegt. Und dann habe ich noch mit aussortiert
Save Me von Mona Kasten. Und hier weiß ich definitiv, dass ich bestimmt jemand finden würde, der dieses Buch gerne hätte. Mein Buch hat nur ein bisschen gelitten. Es ist mir auf den Weg hier rüber in die Stube runtergefallen und jetzt hat es hier oben so eine Beule. Das ist ein Buch mit Beule von Susi. Verdammt. Es tut mir sehr, sehr leid. Eigentlich waren die unbeschadet, aber jetzt hat es halt hier oben eine Beule. I'm so sorry. Ja, aber ich denke mir, Save Me ist ein Buch, was viele interessieren dürfte, was viele vielleicht auch noch nicht gelesen haben. Und deswegen habe ich es für euch mit beiseite getan. Und das letzte Buch, was ich mit aussortiert habe, habe ich eigentlich im Prinzip wirklich nur für euch aussortiert. Weil ich halt denke, dass ich einigen Leuten da draußen echt eine Freude mitmachen kann. Ich habe dieses Buch erst vor kurzem gelesen. Ich fand dieses Buch auch ganz, ganz toll. Aber ich weiß, dass ich es nicht nochmal lesen werde. Und es ist ein Buch, was so quasi zur Vervollständigkeitshalber mit dazugehört an alle Fans dieser Autorin. Und ja, ich weiß, dass ich dieses Buch nicht nochmal lesen werde und ich dachte mir einfach, ich mache euch eine Freude damit, wenn ich es mit verlose. Und zwar Die Sprache der Dornen von Leigh Bardugo. Wie gesagt, ich fand die Märchensammlung richtig cool. Ich fand die Märchen, die hier drin waren, richtig cool. Aber ich weiß, dass ich es einfach nicht nochmal lesen werde und zumindest nicht in den nächsten Jahren. Und deswegen dachte ich mir, ich mache euch eine Freude und verlose es mit an euch, dann zu gegebener Zeit. Ich denke mir, es werden sich sicherlich 1, 2 Leute darüber freuen, wenn ich das mit verlosen werde. Und ja, das waren alle Bücher, die ich aussortiert habe. Wie gesagt, diese 4 Schätzchen hier packe ich beiseite, die werden dann mit verlost. Und ja, alle anderen Bücher, denke ich mal, kriege ich so unter. Und ja, es wurde mal wieder Zeit zum Ausmisten. Ich habe wieder ein bisschen Platz im Kleiderschrank. Ich habe ja wirklich Bücher schon aus meinem Regal rausgenommen und sie in den Kleiderschrank gepackt, weil ich einfach keinen Platz mehr hatte und einfach nicht mehr wusste, wohin. Und ich habe jetzt schweren Herzens auch noch 2 Kisten mit Büchern vollgepackt, die in den Keller kommen, weil ich hier oben einfach keinen Platz mehr habe. Und das kotzt mich so an, dass ich Bücher in den Keller räumen muss. Aber was soll ich machen? Das sind Bücher, die möchte ich nicht hergeben. Die möchte ich gerne behalten. Die möchte ich irgendwann nochmal lesen. Aber wenn ich halt gerade einfach keinen Platz habe, müssen sie halt erstmal in den Keller. Aber wir haben einen trockenen Keller. Das heißt, den Büchern geht es da unten gut. Und ja, wenn wir irgendwann mal umziehen in eine größere Wohnung, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Platz dann, um meine Bücher unterzukriegen. Ich hoffe es. Und ja. Aber diese Schätzchen, die ich euch jetzt alle gezeigt habe, verlassen mich. Und ja. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und jetzt kann ich auch das Substand-Video dann mal angehen und euch meinen Sub dann mal zeigen, meinen aktuellen. Und ja, mehr gibt es jetzt auch nicht zu sagen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.